Am Reformationstag ehrt die evangelische Landeskirche Anhalts traditionell verdiente Ehrenamtliche mit dem Anhalter Kreuz. 10 Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie werden am Donnerstag in der Marienkirche Harzgerode für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Die 10 Ehrenamtlichen, je 5 Frauen und 5 Männer, engagieren sich seit Jahren in ihren Gemeinden, in der Kirchenmusik oder in der diakonischen Arbeit. Stellvertretend für alle 10 soll an dieser Stelle Jürgen Benzius stehen. Die Auszeichnung in Harzgerode ist für ihn sozusagen ein Heimspiel. Hier ist er geboren, in der für den Ort eigentlich viel zu großen Marienkirche wurde er getauft, konfirmiert und hat hier auch geheiratet. Er kennt auch den Grund für die große Kirche. Harzgerode ist ein Bergarbeiterdorf und eigentlich ist so ein Bergarbeiter relativ kleine Kirchen. Aber wir haben ja in Harzgerode die Fürstenlinie von Anhalt gehabt. Und die Größe dieser Kirche ist eben durch eine Spende des letzten Fürsten Wilhelm von Anhalt hier dann zustande gekommen. Ansonsten war die Kirche so breit, wie hier der Kirchturm eigentlich ist. Der Kirchturm hat Jürgen Benzius in den letzten Jahren in Atem gehalten. 3 neue Glocken wurden vor 5 Jahren gegossen. Glaube, Hoffnung und Liebe mit einem Gewicht von zusammen 2,7 Tonnen. Ehe die Glocken aber im März in den Turm einziehen konnten, musste dieser saniert werden. Bekannt ist die Marienkirche darüber hinaus für ihre Gruft mit einer mumifizierten Prinzessin, die ihre Zunge heraussteckt. Die Blekprinzessin. Ein Gemälde in der Kirche zeigt eine weitere Besonderheit. Das ist der Fürst Wilhelm mit seiner Frau. Und eine Besonderheit dieses Bildes, wenn man sich hier hinstellt und man geht hier lang, dann ist er immer im Blick, also guckt einen immer an. Die Augen folgen dem, der hier lang geht. Und das ist was ganz Erstaunliches. In Harzgerode werden am Reformationstag 10 Ehrenamtliche der Anhaltischen Landeskirche mit dem Anhalter Kreuz ausgezeichnet. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler.